Herzlich willkommen zu Pikmin 3, einem neuen Let's Play von mir. Und zwar einem Let's Play, von dem ihr es mir nicht, also das seid ihr nicht von mir gewohnt, ein Pikmin Let's Play. Etwas Neues. Ich persönlich habe auch die Vorgänger nicht gespielt. Und Pikmin 3 wurde mir freundlicherweise von Nintendo fast 3 Wochen früher zur Verfügung gestellt. Für eine Review, die ihr bis hierhin schon gesehen haben dürftet. Und ich werde die Chance natürlich auch nutzen, euch dieses Spiel über ein Let's Play näher zu bringen. Und wir beginnen unser Abenteuer, würde ich sagen. Ich hoffe, er fängt jetzt nicht an in dem Spielstand. Genau, das wollte ich nicht. So, Moment. Pikmin 3, kann ich hier irgendwie die Save Games löschen? Moment mal, ich kann das auch auf mein Gamepad übertragen. Jetzt seht ihr nichts. Jetzt seht ihr sie auf das Gamepad. Also Pikmin 3 kann man auch auf dem Gamepad komplett spielen. Nette Sache. Wo habe ich denn hier so Optionen? Und dass ich meinen Spielstand löschen kann, das würde ich gerne wissen. Einen Moment. Logbucheintrag. Neu. Ah, okay. Der erste Tag. Da wollen wir starten. Dein Abenteuer neu starten. Der aktuelle Spielstand wird nach Tag 1 gelöscht. Alles klar. Machen wir. Galactic Date. 20XX. At the far reaches of space lies a planet on the brink of ruin. The planet's name? Kopai. Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, Kopai's inhabitants have all but exhausted their food supply. Their only hope is to find another planet with edible matter. Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space. To their dismay, the search is proving fruitless. Just as they're about to give up, the final vessel reports back with news of a miraculous discovery. They mobilize to investigate the planet, which they name PNF-404. Kopai's last hope rests on 3 intrepid explorers. At last, the explorers' 279,000 light-year voyage nears its end. But as they initiate the landing sequence, something goes horribly wrong. Tag 1, 8.44 Uhr, Charlie. Uff. Was? Das hier ist also PNF 404. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll oder nicht, weil er redet ja in seiner eigenen Sprache. Ich kann das ja mal kurz durchlaufen lassen, damit ihr das richtig hört. Captain Charlie. Ja, das ist der erste unserer spielbaren Charaktere, die wir in Pikmin 3 haben. Die Sprache, die sprechen, ist mir aufgefallen, ist so eine Mischung. Ich finde, das klingt wie Japanisch. Ab und zu, zum Beispiel das Wort Pikmin wird richtig ausgesprochen. Und ich weiß nicht, was. Es ist auf jeden Fall eine ausgedachte Sprache, so viel steht fest. Aber es ist schon eine Mischung aus mehreren Sachen. So, das ist Charlie.
Der Vorteil an diesem Spiel ist, das Gamepad wird zwar genutzt, aber alles, was auf dem Gamepad passiert, wenn es wichtig wird, seht ihr auch auf dem Bildschirm im Fernsehen. Das ist super gelöst. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Version liegt oder ob das im Endspiel auch so sein wird. Es ist auf jeden Fall genial. Und darüber freue ich mich, dass ihr dann auch seht, was ich auf dem Gamepad sehe. Zumindest zu 90%. Gut, wir sind Captain Charlie hier auf diesem Eisplaneten gelandet und sehen hier die Pikmin. Was sind das für Wesen? Ich weiß nicht, kann ich? Nee, ich habe keine Option, nix. Das gibt's hier gar nicht. Deswegen werde ich einfach drüber quatschen, wenn er redet. Noch mehr davon? Überall sind Pikmin. Noch mehr. Das könnte ich jetzt bei jedem machen hier. Oh nein, ganz viele. Oha. Bin ich etwa in ihr Revier eingedrungen? Wah, sie kommen näher. ZR rufen. Die Pfeife wird sie verjagen. Oh nein, ich bin umzingelt. Werfen. Und los. Werf sie weg. Was jetzt? Ich schüttel sie alle ab. Oh. Das ist ja ein Ding. Ich kann sie mit Hilfe von ZR rufen und dann durch Drücken von A werfen. Mit B entlasse ich sie. Vielleicht helfen sie mir. So, und jetzt können wir die rufen. Das ist die alte bekannte Pikmin-Mechanik, das Rufen und das Werfen. Das kennen wir ja alles schon. So, und jetzt können wir mit dem Pikmin hier uns mal den Weg frei machen. Achso, wenn ich die so weglasse. Ich habe das Spiel vielleicht eine Stunde gespielt. Wenn ich euch hier entlasse, fresst ihr. Okay, super. Und muss das Spiel selber erst lernen. Was ich rausgefunden habe, ist, dass das Spiel extrem stressig wird. Jetzt fresst man nicht alles weg. Lasst den anderen auch noch was über. Gut, wir gehen dann jetzt mal weiter. Ich sollte mich hier umsehen. ZL zentriert die Kamera. Ja, das wissen wir schon. Je nachdem, wo wir uns dann hindrehen, können wir dann die Kamera hindrehen. Mit dem linken Stick drehen wir das Ding und bewegen uns gleichzeitig. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und mit ZR pfeifen wir in diesen Radius, wo wir gerade mit dem Ding hinzeigen. Und mit B entlassen wir sie. Haben wir ja gerade alles gelernt. Und das ist halt ein... Aha. Da komme ich noch nicht dran, oder? Und jetzt kaputt? Haut ihr das kaputt? Nö. Okay. Was für ein riesiger Pilz. Attacke! Ich glaube, wir können jetzt alle einzeln werfen oder einfach hier entlassen. Dann machen die ihre Arbeit schon. Gut, reicht, Jungs. Dankeschön. Wir können durch. Geh mal in die Höhle. Sie folgen mir weiter. Lasst mich in Ruhe. Folgt mir nicht. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Gegner. Attacke. Oh, sie kaputt. Zum Glück halten die noch nicht viel aus. So greifen wir dann auch Gegner an. Oh oh. Was ist passiert? Tag 1, 8.46 Uhr. Alf. Ich lebe noch. Alf. So, Alf. Deine erste große Mission als Schiffsingenieur auf der Drake.
Und dann sowas. Bei der Landung geht etwas schief und wir müssen das Schiff verlassen. Hoffentlich geht es den beiden anderen gut. Und was ist mit der Drake? Tja, das ist Alf. Unser kleiner blauer Freund. Die haben alle eine verschiedene Farbe. Und ich weiß nicht, ob die Farbe später noch irgendwie was wird. Das ist halt blind alles. Rote Pigments. Was war das? Ihr habt ja gesehen am Anfang, ich habe ungefähr bis Tag 5 gespielt. Nach Tag 5 wird es dann gänzlich blind. Das ist wieder dieser seltsame Wesen und es ist nicht allein. Was ist das? Irgendetwas hängt an diesem Ast fest. Ich muss etwas tun können. Sie reagieren auf die Pfeife. Ha, die sind echt freundlich. Ja, und jetzt werfen die mal da dran. Ja. Nur was haben wir da aktiviert? Auf jeden Fall freuen die Pigmen sich. Was ist das? Leider ist es wohl keine für uns geeignete Nahrungsquelle. Aber wenigstens scheinen sich diese Wesen darüber zu freuen, was auch immer es ist. Tja, und damit... Sie folgen mir. Damit beginnt unsere Reise mit Alf. Und hier haben wir schon unsere erste Aufgabe. Wir kommen hier nicht drüber. Oh, mein Cockpit. Damit könnte ich den Standort der Drake bestimmen. Tja, dann wollen wir mal sehen, was wir machen müssen. Hier sehen wir Splitter rumliegen. Da hinten ist noch ein Pigment, den wollen wir haben. Der ist ein bisschen versteckt da hinten. Den wollen wir natürlich mitnehmen, weil er hilft uns. Und werfen die mal auf diese Splitter. Und die Pigment sind dann fleißig und tragen die Splitter dahin. Nur der hier nicht, der ist faul. So, der möchte den dahin tragen. So. So, und die vier arbeiten jetzt ein bisschen für uns. Und bauen uns die Brücke zusammen. Währenddessen ich mich mal ein bisschen umschaue. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein roter versteckt, aber ich glaube nicht. Normalerweise sind die auch so manchmal, wie man gerade gesehen hat, so ein bisschen am Rand versteckt und stehen da rum. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ist jetzt aber noch nicht schlimm. Noch stehen wir nicht unter Zeitdruck. Auf jeden Fall haben die bei Pigment 3 ordentlich was an der Grafik geschraubt. Das sieht man ja auch im Intro und... hätte ich nur mehr von ihnen. Ja, genau. Kann ich da ran? Nee. Gut, das wär's dann aber schon. Wir haben ja alle Splitter jetzt da dran. Du kannst direkt mitkommen, du brauchst nicht zurücklaufen. Brücke fertig. Ey, ihr bleibt hier. Geschafft, die Brücke steht. Gut, jetzt gehen wir zu unserem Cockpit und sammeln das erstmal ein. Jetzt kommt der Moment, wo ihr seht, was ihr auf dem Gamepad seht. Ich krieg das gleiche eingeblendet, was ihr auf dem Cockpit seht, auf dem Bildschirm, also auf eurem Fernseher, auf eurem Monitor. Die Schrift ist etwas klein, aber ihr könnt sehen, was passiert. Das ist ein riesen, super Vorteil in diesem Spiel. So ein Glück, und das nach diesem Absturz. Das nenne ich kopalanische Ingenieurskunst. Ich sehe mir mal die Umgebung an, indem ich meine Finger über den Cockpit-Bildschirm führe. Wo könnte die Drake sein? So, jetzt seht ihr auch, dass ich hier rumschiebe zum Ursprung des Signals. Oh, die Drake. Nicht zu hin. Vielleicht finde ich da auch die anderen. Ja. So, und jetzt sind hier auf einmal, oder was heißt auf einmal? Jetzt sind hier so Blumen mit einer 1 drauf. Die Zahl darauf bedeutet, wie viele Pigment wir benötigen, um diesen Gegenstand zurück zur Basis zu bringen. Ah, und die wollen wir töten. Die wollen wir weghaben, weil die nerven. Außerdem, der nächste Vorteil, die Pigment tragen die jetzt zu deren Schiff, was wir gerade freigelegt haben. Ey, du, bring mal dein Essen auch dahin. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die guten Pigment was in ihr Schiff bringen oder in ihre Basis.
Es kommen nämlich neue Pikmin raus. Sind das Keime? Richtig, Keime. Und die können wir mit A pflücken. Rotes Pikmin. So vermehren sich diese Wesen also. Sehr interessant. Richtig. Pikmin müssen wir einfach nur ein bisschen was zu essen geben. Vorteil ist, wenn wir jetzt einmal A drücken, pflückt der alle gleichzeitig raus. Also alle nach und nach. Wir müssen da nicht ständig A drücken. Und wir haben jetzt 8 rote Pikmin. Und die Farben der Pikmin haben auch eine Bedeutung, aber dazu kommen wir noch später. Pikmin-Spieler werden natürlich wissen, worum es geht, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die Pikmin gerade das erste Mal sehen. Und wir wollen jetzt dann natürlich alles mal ins Schiff bringen. In diesem Level können wir das alles noch schön entspannt machen. Später ist das gar nicht mehr so gut möglich. Kletterst du da wieder hoch? Das ist schön. So, was haben wir denn hier? Haben wir da eine mit 5 oder was? Die werden ja immer größer. Ja, hier brauchen wir leider 5 Pikmin. Ich schmeiß die 4 schon mal drauf. Die holen das dann, glaube ich, schon mal runter. Ich kann das jetzt leider nicht so drehen, dass wir das sehen können. Kommt mal bitte. Ich muss euch eine neue Aufgabe geben. Denn eure Kumpels brauchen noch Hilfe. Die 5 ist nur die Mindestanzahl. Wir können auch mehr als 5 reinmeißen. Dann steht da 8 von, oder 7 von 5. Und sind jetzt alle mitgekommen oder steht da noch einer? Nee, okay. Dann tragen die das auch etwas schneller zum Schiff. Ist ganz cool. So. Ich weiß gar nicht. Und um diesen Karton zu bewegen, brauchen wir eine Anzahl von... Was ist das? Es blockiert den Weg zu Drake. Ich denke mal, die 20 sollte heißen, dass wir dafür 20 Pikmin brauchen. Müssen wir gleich mal sehen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil wir haben ja schon 16 Pikmin, das würde hinkommen. Wir pflücken in der Zeit einfach mal schon mal die Neuankömmlinge. So. Schon mal alles rauspflücken. Da hinten sind auch noch welche. Da haben wir schon mal 21 Pikmin. Und rechts sehen wir Feld. Das sind die Pikmin, die allgemein auf diesem Spielfeld gerade sich befinden, die wir halt rufen könnten. Und Anführer ist halt, wie viele Pikmin bei uns sind. Ich stelle mich jetzt hin und drücke einfach mal B. Und dann schieben die das schon. Eigentlich. Die doofen 5. Auch dahin. Super. Gut, der 21. muss nicht. Oh, und da kommen wir zu einer nächsten Sache in Pikmin 3. Was ist denn das? Sieht nach irgendwelchen Daten aus. Mal sehen, ob das Cockpit das was damit anfangen kann. Pikmin stehen in der Zwiebel und verbringen dort die Nacht. Es hat geklappt. Anscheinend werden diese Wesen Pikmin genannt. Ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Daten vom Captain stammen. Am besten speichere ich sie mal unter Forschungsdaten auf meinem Cockpit. Und jetzt kriegen wir einen neuen Menüpunkt auf unserem Gamepad freigeschaltet. Forschungsdaten. Die Geräusche, die jetzt vielleicht eventuell fehlen, so vom Gefühl her, würden auf dem Gamepad kommen. Aber das kann ich, könnte ich auch abgreifen. Aber dafür müsste ich wieder ein ewig langes Kabel hier hinlegen. Es ist ein bisschen doof. Oder ich nehme Pikmin an meiner Karte auf, am PC. Das wäre auch eine Maßnahme. Ah. Dann müsste ich... Könnte man machen. Oder ich lasse am Gamepad einfach den Ton an. Wir können es ja mal gucken. Ich habe am Gamepad jetzt mal den Ton angemacht. Problem ist, ich glaube, wenn er in den Cockpit-Modus geht, wenn das Cop-Radar stimmt, dann ist die Drake ganz nah. Kommt die Sprachausgabe vom Alf auch aus dem Gamepad? Riesige Pilze. Wie riesig. Aber wohl nicht genießbar. Oh nein. Komm her. Eine Wand. Was ist das für ein Bauwerk? Ja, da können wir die Pikmin auch mal dran auslassen. Das ist doof, dass wenn ich mich da hinstelle, die nicht automatisch alle hingehen. Mal gucken, ob das reicht. Ich denke mal, klar reicht das, aber es dauert halt länger. Je mehr Pikmin an irgendwas arbeiten, umso schneller geht's. So, warum war diese Wand hier? Hoffentlich geht es ihnen gut.
Die Drake! Oh nein. Außer mir ist niemand hier. Das Cockpit empfängt keine Lebenszeichen. Was soll ich denn jetzt nur machen? Jemand versucht, eine Verbindung aufzubauen. Jetzt würdet ihr halt Brittanys Stimme hören. Ich kann das mal hier auf. Ich halte das jetzt mal für die Folge ans Mikro. Ihr hört es wahrscheinlich ein bisschen rauschen, damit ihr das vom Gamepad hört. Ich versuche das mal in der nächsten Session oder Folge ein bisschen anders zu machen. So, dann habt ihr das mal gehört. Ich fürchte, mein Teil. Ich für meinen Teil bin soweit in Ordnung, aber ich sitze hier fest. Und ich habe Hunger wahrscheinlich. Das Signal ist weg. Sie ist anscheinend in einem anderen Gebiet runtergekommen. Aber immerhin etwas. Brittany, scheint es gut zu gehen. Was war das für ein unheimliches Geräusch? Anscheinend beginnen die einheimischen Kreaturen bei Einbruch der Nacht mit der Jagd. Ich sollte mich wohl besser fürs Erste mit dem Schiff in eine niedrige Umlaufbahn zurückziehen. Und tschüss. Da fliegen wir davon und hinterlassen einen Kreis. Und woher kommt der große Kreis? Man weiß es nicht. Die Wucht des Aufpralls bei unserem Absturz hat fast all unsere Vorräte zerstört. Der Proviant, den wir von Kopai mitgebracht haben, reicht nur noch für 3 Tage. Wenn ich es morgen nicht schaffe, die Vorräte aufzustocken... Tag 1. Jetzt sehen wir dann nochmal eine Statistik von dem Level, was wir abgeschlossen haben. Das dürfte halt immer wieder gleich ablaufen, Tag 1. Also, viel anders dürfte da nicht gelaufen sein. Man sieht halt die Mitglieder, die man gespielt hat, wie viele Früchte man gesammelt hat und wie viele Vorräte man daraus, oder wie viele Vorräte man noch hat und wie viele Pikmin man hat. Und ganz unten ist eine Anzeige, wie viele Pikmin man bisher verloren hat. Heute oder nachts. Weil nachts verliert man alle Pikmin, die nicht beim Anführer sind oder beim Schiff. Ja, aber das wird auch noch erklärt. Unsere Mission, die Suche nach Nahrung, begann mit einem Absturz und wir wurden getrennt. Dank einheimischer Kreaturen namens Pikmin fand ich zwar zu Drake zurück, doch der Überlichtschlüssel ist weg. Ich konnte allerdings Kontakt mit Brittany aufnehmen und hoffe, sie morgen zu finden. Beim Start der Drake folgte die Pikmin-Zwiebel mir in die Umlaufbahn. Ja, wir wollen speichern. Speichervorgang abgeschlossen. Dankeschön. Tag 2. Garten der Begegnung. Brittanys Signal kommt aus diesem Gebiet dort. Aber ich mache mir große Sorgen, weil der Überlichtschlüssel verschwunden ist. Ob wir ihn bei der Bruchlandung der Drake verloren haben? Ohne ihn können wir nicht nach Hause zurückkehren. Tja. Und wie es im Garten der Begegnung weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Das soll nur ein Einleitungspart sein für dieses Let's Play, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.